Wir sitzen unter dem Tribündach. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Manni Beugmann und Frank Buschmann. Ja, wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Und das ist ganz gut, dass wir hier unter dem Tribündach sitzen, denn es schüttet wie aus Kübeln. Und ich habe so die Befürchtung, Manni, da könnte das Spiel drunter leiden. Schweinsteiger am Ball. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Gut geflankt hat er. Den hat er soeben klären können. Er greift ihn hartnäckig an. Und jetzt hat er womöglich doch eine etwas ernstere Verletzung. Schweinsteiger am Ball. Matuschka. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Und jetzt ins Tor. Schön mit dem Klasse gehalten und festgehalten. Mosquera. Oh! Achtung, komm! Und dafür musst du dich als Torwart noch nicht mal bewegen. Das kann er, das macht er immer wieder gerne. Die Grätsche. Jetzt greift er den Gegner an. Erfolgreicher Zweikampf. Junga Muani. Matuschka. Junga Muani. Matuschka. Und jetzt haben sie die Chance. Der Junge ist kein Flankengott. Flanke vergeicht. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Er sucht den Zweikampf. Er attackiert. Ballbesitz für Bayern München. Miro Klose. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Technisch macht ihm kaum einer was vor. Wird das was für die Bayern? Oh, der Keeper spielt schön mit, Frank. Wunderbar, wunderbar. Eine richtig gute Aktion und ganz souverän. Die Chance! Und den haben andere schon fallen lassen und er hält ihn fest, den Ball. Und der Pass von Bastian Schweinsteiger landet beim Gegner. Matuschka. Ein sehr schöner Pass. Er sucht den Zweikampf, er attackiert. Junga Muani. Schweinsteiger am Ball. Der macht sie nicht selber rein, er bereitet sie vor. In unnachahmlichen Der Schiedsrichterassistent hebt die Fahne. Oh, wenn das mal keine Fehlentscheidung war. Ich glaube, es war gleiche Höhe. Fahne ist oben vom Assistenten und wir können hier belegen, eine sehr knappe, aber eine richtige Entscheidung. Mosquera. Und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Ja, so kann es weitergehen. Wenn du den Torhüter bezwingen willst, dann musst du dir schon ein bisschen was anderes einfallen lassen. Da bearbeitet er den Gegner. Das war zu ungenau. Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Ich will ihn. Und jetzt achten wir mal alle gemeinsam auf die Entscheidung des Schiedsrichters. Kriegt er keine Karte, aber ein paar ernste Worte. Ja, das finde ich ja ganz gut, wenn der Schiedsrichter da auch mal diese Möglichkeit nutzt, mit den Spielern zu sprechen.
So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Das sah im Ansatz so gut aus, aber war letztendlich eine schlechte Flanke. Da bearbeitet er den Gegner. Er lässt es laufen. Zuerst wollte er den Vorteil geben, aber dann kommt der Pfiff. Sicher in der Ballbehandlung. Ribéry. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Junga Moani, Matuschka. Da freut sich der Trainer. Flanke wie aus dem Lehrbuch. Die Flanke kommt nicht durch. Und hier sehen wir die Ballbesitzstatistik. Und da attackiert er ihn. Der Zweikampf war gut und er hat die Kugel. Mosquera. Achtung! Ganz souverän gehalten vom Keeper. Gut abgefangen hat er da den Ball. Mosquera. Abseitsentscheidung korrekt. Junga Moani. Ein gut blockiert vom Verteidiger. Und Achtung, genau hingeschaut. Und so einfach war der Ball gar nicht zu halten. Hier der Vergleich der heutigen Torschüsse. Und das war das Ende der ersten Halbzeit. Das steht bei mir im Festsatz. Wer die Dinger nicht reinmacht rechtzeitig, der wird sich noch wundern. Ja, also ich habe auch den Eindruck, was die hier so liegen lassen, da kann es sogar passieren, dann fangen sie sich noch einen Konter und haben gar nichts. Der Schiedsrichter guckt sich nochmal um. Es sind alle da. Der Ball liegt am Anstoßpunkt. Auf geht's in die zweite Halbzeit. Mosquera. Und eine Grätsche von Bastian Schweinsteiger. Da ist er wieder, der Spezialist für die Grätsche. Super Auge von Bastian Schweinsteiger. Antizipiert und ganz locker den Ball erobert. Ja, das könnte was werden. Jetzt schießt er und... Ja, der Ball war im Tor aus. Eckball. Ganz sicher hat er das gemacht. Jetzt sieht er... Mit sowas kannst du diesen Torwart nicht aus der Reserve locken. Klasse. Geht er rein und er ist drin. Das glaube ich jetzt nicht. Sie machen den Führungstreffer. Und stell dir mal vor, die gewinnen das Ding hier. Jetzt müssen sie sich was einfallen lassen beim FC Bayern. Denn die Münchner, sie liegen zurück. Da geht er in den Gegner rein. Das kann der Schiri normalerweise nicht durchgehen lassen. Mosquera. Ja, da kommt was auf uns zu. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Ja, normalerweise wirkt das souveräner, aber die Hauptsache ist, der Ball ist weg. Mosquera. Jetzt greift er den Gegner an. Attacke auf den Gegner. Miro Klose. Olic. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Attacke auf den Gegner. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Und der kommt genau an. Souverän geklärt.
Klare Sache, Freistoß. Arjen Robben wird jetzt eingewechselt. Jetzt muss der Trainer sie daran erinnern, dass sie nicht nachlassen dürfen. Was für ein furchtbarer Schuss. Auf der Trainerbank, da bist du manchmal ziemlich machtlos. Aber einen neuen Mann, den kannst du noch immer bringen. Mosquera. Jetzt kann er vielleicht mal selbst einen Angriff aufziehen. Gomez. Und? Attacke mit Grätsche. Vorsicht! Arjen Robbens erfolgloser Pass. Matuschka. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Schöne Grätsche, das ist das Signal für den Angriff. Wunderbar. Mosquera, Millimeter am Tor vorbei. Der Trainer will und muss das Spiel noch mal in andere Bahnen lenken. Und das soll funktionieren mit einer Auswechslung. Arjen Robben in Ballbesitz. Da steht er gut und deswegen hat er null Probleme. Ja, aber das war auch nicht wirklich eine schwierige Aufgabe. Er grätscht hinein. Ein harmloser Roller ist das gewesen. Wir haben sowas früher Kullerball genannt. Da wählt er jetzt den Zweikampf. Mosquera. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Schöne Flanke. Super Flanke, dachte ich so bei mir. Ist aber nichts draus geworden. Miro Klose. Da wählt er jetzt den Zweikampf. Das sieht von hier oben nicht so gut aus. Mosquera. Ein Versuch der Balleroberung. Arjen Robben im Ballbesitz. Für mich war das ein klares Foul und aufgepasst, er hatte vorher schon die gelbe Karte. Die zweite gelbe Karte, er muss runter. Ja, und damit schadet er seiner Mannschaft. Jetzt wird es noch mal kribbelig. Stark gemacht. Gutes Stellungsspiel auch in dieser Situation. Spiele ohne Fouls gibt es nicht, hier ist die Statistik. Und was entscheidet der Schiedsrichter? Ja, da muss es Gelb geben. Vorsicht! Ja, nicht nur abgewehrt, sondern gleich auch noch den Ball souverän festgehalten. Er attackiert, er will den Ball. Und jetzt heißt es, hau rein, Willi, sie wollen noch gewinnen. Was natürlich die Gefahr in sich birgt, Manni, dass man da in Konter läuft. Gut dazwischen gegangen, Bastian Schweinsteiger. Er ist wichtig für die Bayern. Jetzt greift er den Gegner an. Mit der Entscheidung müssen sie leben, die war korrekt. Foulspiel, Freistoß gegen den FC Bayern. Den hat er ganz, ganz sicher unter Kontrolle. Super Leistung. Ja, aber das war natürlich auch eine erhebliche Distanz. Oh! Matuschka. Ein Pass wie eine Beethoven-Sonate. Oh,
wohl der Fußballpoet, aber es war wirklich ein herrliches Ding. Und mit dem Abstoß muss er sich jetzt richtig beeilen. Ganz schwaches Zweikampfverhalten in dieser Situation. Das muss Freistoß geben. Rote Karte. Musste das sein, Buschi? Absolut, darüber diskutiere ich gar nicht. Mit dem Kopf. Schöner Kopfball, knapp drüber. Den habe ich drin gesehen. Gut geklärt von ihm. Das war gar nichts. Ball landet im Aus. Und möglicherweise schaffen sie mit der Ecke es doch noch, die Partie wieder ausgeglichen zu gestalten. Von Bastian Schweinsteiger prallt der Ball ins Aus. Abstoß jetzt. Ribéry. Arjen Robben im Ballbesitz. Und der ist alleine durch. Er fängt nicht nur die Bälle, er spielt mit, der Keeper. Ja, und das sieht dann auch richtig gut. Der Schiedsrichter hat die Begegnung abgepfiffen. Es war knapp. Das Endresultat 1:0. Mein Gott, was haben sie gemauert. Aber sie haben Erfolg gehabt damit. Ja, das war schon überlegen gestaltet, dieses Spiel. Komplett hinten abgeschottet. Das war doch ein super Fußballspiel, was wir da gesehen haben. Da kann man sich beruhigt in den Feierabend verabschieden. Mein Name ist Manni Breukmann. Tschüss, bis zum nächsten Mal.